Ja, hallo, liebe cannabinoide Gemeinde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer Sortenberichte. Diesmal mit Blackbird Plain Sativa. Ja, es ist eher so aus der Euphoria-Richtung und es stammt eher von Royal Queen Seeds oder Diven Seeds, wir wissen es nicht genau. Ja, Blackbird Plain Sativa ist ein Sativa-Strain. Der Duft ist eher würzig mit erdigen Skunknoten. Euphoria hat ein sehr komplexes Terpenprofil mit fruchtigen Aromen von Zitrus, Kiefer, aber auch so ein bisschen holzig. Also man kann es oft gar nicht so richtig gut beschreiben. Ja, den Geruch kann man eher so als erdig, aber auch fruchtig beschreiben. Und durch die Fermentation riecht es schon etwas streng bzw. auch stark. Ja. Die Buds sind eher so dunkelgrün bis bräunlich und haben eine gute Dichte an Trichomen. Ja, die Blüten können einen THC-Gehalt von bis zu 20% aufweisen. Unsere Testblüten hier haben 19,2% THC. Ja, leider kann man die Blüten nicht sehr gut pur konsumieren, da sie nicht sehr gut abbrennen. Die Asche bleibt etwas dunkel. Der Geschmack ist aber hervorragend fruchtig und man spürt ein Kitzeln in der Nase. Also es handelt sich auch hier wieder um unbestrahlte Blüten. Ja, die Blüten haben einen THC-Gehalt von ca. 20% und in den Apotheken, also in den deutschen, ist es als Cannabisfloß Blackbird Plain Sativa vom Importeur Cantourage erhältlich. Und jetzt kommen wir wieder zum Drucktest. So, dann drücken wir mal den Vogel Blackbird Plain. So, ich hole mal hier. Also crunchy ist sie nicht unbedingt, eher harzig und kompakt. Also man kann sie auch nicht viel drücken. Man braucht also möglichst einen Grinder. Man kann es also nicht gut. Es geht schon mit der Hand, aber sie wird dann sehr krümelig. Ich würde sagen, man kann es nur mit dem Grinder machen, aber sieht sehr gut aus. Ja? Also nichts zu beanstanden, außer dass ja, ein bisschen viel Äste vielleicht mit drin sind. Aber das kann man bei Pflanzen oft auch nicht immer vermeiden. Ich schaue es dir noch mal an. So, für die Blackbird Plain Sativa haben wir diesmal in der Apotheke 8 Euro bezahlt, also wirklich ein Schnäppchen. Ja, Blackbird Plain Sativa, also Euphoria eigentlich, ist ein Sativa-Strain. Der Duft ist würzig mit eher so erdigen Skunknoten. Ja, Euphoria hat ein komplexes Terpenprofil mit sehr fruchtigen Aromen von Zitrus bis Kiefer, aber auch eher so diese holzigen Noten sind vorhanden. Wirklich oft schwer, sich da auf eins zu konzentrieren. Ja, diese Sorte kann eine aktivierende Wirkung erzeugen, ohne dabei übermäßig sedierend zu wirken. Also Patienten und Patientinnen berichten von Erleichterungen in der Behandlung von Stress, Depressionen, Entgegenwirken von Appetitverlust und Kopfschmerzen, aber auch in der Linderung von neuropathischen Schmerzen. Ja, Euphoria ist eine Sativa-dominante Varietät, die aus der Kreuzung von Skunk No. 1, Orange Bud und Skunk No. 11 hervorgerufen wurde. Ja, angebaut werden diese medizinischen Blüten übrigens in Nordmazedonien. Wir wissen nicht genau, ob Outdoor oder Indoor, vermuten aber im Indoor-Bereich. Ja, kommen wir zur Aufstellung des Terpenprofils. Nochmals der Hinweis, der Terpen-Gesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können natürlich immer variieren. Myrcen ist hier mit einem Anteil von 33,2% enthalten, sowie Linalool mit 29,6%, das Ocimen mit 7,7%, die Pinene mit 20,6% und sonstige noch mit knapp 9%. Ja, und nochmal zur Zusammenfassung. Blackbird Plain Sativa ist also ein Sativa-lastiger Strain von Royal Queen Seeds oder Diven Seeds, wir wissen es nicht ganz genau, mit einem THC-Gehalt von bis zu 20%, einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Der Geschmack ist eher in Richtung Zitrus, Kiefer,
ein bisschen holzig. Und hier mit einem Superpreis von 8 Euro, also ein wirklich erfrischendes Angebot. Ja, und nur noch schnell zum Resümee. Diese Sorte kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ist gut fermentiert. Ich mag auch die Terpenmischung dieser Sorte, also insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mich aber eher was für tagsüber, also nicht so für den Abend. Es riecht stärker, als es sediert und es kriegt leider ein paar Minuspunkte von mir, weil es irgendwie doch noch Düngerreste enthält. Also es brennt leider nicht so toll ab und die Asche ist mir zu dunkel. Ja, in diesem Sinne, passt immer auf, was ihr zu euch nimmt. Und ich bin gespannt auf eure Erfahrungen mit dieser Sorte und hoffe, eure Kommentare und hoffe, eure Kommentare bald zu lesen. Also, bis zur nächsten Folge. Bleibt's gesund. Bis bald.